Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe. Ich möchte heute mit euch mal probieren, einen Embossing-Folder selbst herzustellen. Und zwar nicht irgendwie aus Plastik oder sowas, sondern mit ganz normalem Papier, das ihr auch zu Hause habt. Wir werden uns zwei Varianten anschauen, nämlich einmal die Variante mit dem Plotter. Also für all diejenigen, die einen Plotter zu Hause haben, die können sich das natürlich vom Plotter schneiden lassen. Ich schaue, dass ich euch die Datei auch zur Verfügung stelle. Ich hoffe, es funktioniert. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, das Ganze aber auch per Hand sozusagen herzustellen. Und die beiden Varianten werden wir uns anschauen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal gleich los. Dann ist die Spannung nicht so groß. Und zwar, ich habe mir jetzt einmal eine Plotter-Datei erstellt. Die sieht so aus. Vollkommen unspektakulär eigentlich, gell? Aber das sollen mal Wichtel werden. Also man sieht es, glaube ich, so ein bisschen an der Grundform von dem Ganzen. Das sollen mal Wichtel darstellen. Und eigentlich sieht dieser Wichtel so aus. Ja. Und da werden wir es so handhaben, dass wir einige Dinge zwei-, dreimal aufkleben. Also zum Beispiel wie hier die Nase. Zum Beispiel, die werden wir öfter aufkleben oder den Bart oder die Schuhe oder wie auch immer. Wir werden das dann einfach mal durchtesten, was am besten funktioniert, um dann sogar einen Art 3D-Effekt hinzubekommen, also einen Art 3D-Embossing-Folder zu kreieren. Und ich würde sagen, ich erstelle jetzt einfach mal diese Datei. Ich habe mir die schon auf meine Maße zurechtgelegt sozusagen. Und habe hier auch die Mützen und die Bärte und sowas in zigfacher Ausführung einmal hier mir ja schon dupliziert. Und auch diese Grundform werde ich noch duplizieren, dass wir da einfach so ein bisschen ja, Höhe in das Ganze reinbringen und dann hoffentlich auch diesen 3D-Effekt letztendlich auch haben. So. Ich stelle das Ganze jetzt mal her. Ihr braucht, wenn ihr das herstellen möchtet, braucht ihr natürlich einen passenden Plotter. Ich habe den Cricut Maker und wie ihr seht, seht ihr gar nichts. Ich habe hier eine Matte und die ist tatsächlich relativ lang. Also das ist die lange Matte mit Hundehaaren übrigens. Da hat sich vorhin mein Hund noch draufgelegt. Das habe ich nämlich schön brav am Boden platziert. Aber mein Hund fand es anscheinend sehr bequem. Die Matte braucht ihr, weil das doch relativ lang ist. Wenn ihr keine lange Matte habt, dann nehmt einfach nur dieses Unterteil mit den Wichteln und lasst das Oberteil weg und klebt es euch später einfach mit einem Teser oder sowas von hinten nochmal ein Papier drauf. Wie es aber genau geht, zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt lasse ich es erstmal vom Plotter schneiden und ja, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Vielleicht noch kurz zu den Materialeinstellungen. Also ich habe jetzt oder werde jetzt hier einmal den schweren Karton nehmen und als Druck mehr angeben. Und ihr könnt euch hier unten auch euer Werkzeug bearbeiten. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt für die Falzlinie nur einen Falzstift habt, setzt da den ein. Ich nehme jetzt hier das Falzrad, das ganz normale, nicht das Doppelfalzrad. Und dann könnt ihr nämlich auch schon anfangen, euer Projekt anfertigen zu lassen. So, also. Das hat schon mal super funktioniert. Wir müssen jetzt einmal unsere ausgeschnittenen Wichtelchen leider wieder genau dahin zurückkleben, wo sie mal herkamen. Weil wir haben ja bei einem Embossing-Folder eine Seite, die nach innen quasi geht und eine Seite, die nach außen geht. Und das schaffen wir damit, indem wir das genau wieder da reinkleben, wo es mal herkam, ja, dass wenn wir unser Papier dann hier reinlegen, wir hier eben diese Erhöhung haben. Zusätzlich können wir dann schon anfangen, diese Kleinteile hier einfach da zu platzieren, wo wir sie gerne hätten. Also entweder ihr klebt die Mütze nochmal auf oder diesen Streifen hier nochmal auf bei der Mütze. Ihr klebt den Bommel nochmal auf, die Nase oder was auch immer. Also da könnt ihr euch wirklich austoben, was ihr gerne hättet und wie ihr es gerne hättet. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt einmal. Das ist ziemlich langweilig, mir dabei zuzuschauen. Deswegen mache ich es einmal ohne euch und hole euch dann wieder mit dazu, wenn mein selbstgestalteter Embossing-Folder fertig ist. Falls ihr übrigens so kleine filigrane Teilchen habt, könnt ihr auch immer ganz gut so einen kleinen Spatel verwenden. Den nehme ich immer ganz gerne, um wirklich in jede Ecke so ein bisschen Kleber reinzubarteln, damit das Ganze dann auch gut hält. So, also einmal den Embossing-Folder fertig. Ich sage euch jetzt noch einmal kurz, was ich noch getan habe. Und zwar, wenn ihr
nur die Silhouette von diesem Wichtelchen hier haben wollt. Dann reicht es, wenn ihr das, wie ich es euch beschrieben habe, einfach wieder reinklebt an das Ganze. Ich wollte jetzt aber so einen kleinen 3D-Effekt versuchen zu erzeugen. Ich wollte es mal probieren, ob es funktioniert. Wir werden es gleich auch testen. Und ich habe jetzt hier oben drauf, das habe ich noch zweimal schneiden lassen. Das heißt, es sind jetzt drei Lagen Papier oben. Und ich habe hier jeweils drei Lagen von diesem weißen Papier. Da habe ich mir die, um es farblich für euch ein bisschen abzuheben, habe ich jetzt hier jeweils draufgeklebt. Und wir werden das jetzt mal probieren, ob das funktioniert. Ist ein Plan, oder? Hört sich nach einem Plan an. So, ich hole mir einmal eine Karteikarte. Ich werde die einmal hier kurz neben mir ein bisschen ansprühen. Gar nicht viel. Mit ganz normalem Wasser. Einfach um das Papier ein bisschen weicher zu machen. Kann man, glaube ich, gut sagen. So, was für euch von Vorteil ist, wenn ihr, ich versuche es euch mal einzufangen und mit meiner Big Shot mitzunehmen, weil das ist die große, deswegen ist es ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Wenn ihr so eine Matte hier habt, das ist so eine Gummimatte. Das muss nichts Spezielles sein. Oder so eine Plastikunterlage oder sowas, einfach was ein bisschen nachgibt. Ich lege das jetzt hier mal in die Stanzmaschine ein und kurbel das jetzt mal durch. Und ihr seid jetzt quasi live mit dabei, ob das funktioniert hat. Da darf ruhig ein bisschen Druck drauf sein. Umso besser ist es, umso mehr sieht man dann hernach auch die Prägungen von dem Ganzen. Ja, ich versuche nicht zu sehr zu verwüsten. Pack die jetzt einmal wieder weg. Nehme das einmal raus und pack auch das wieder weg. Und dann gucken wir gleich mal, ob es funktioniert hat. So. Und ihr seht vielleicht schon, es hat funktioniert. Wir haben jetzt diesen 3D-Effekt. Also hier sieht man die Bärtchen ein bisschen weiter rauskommen, hier die Näschen und die Füßchen und den Bommel, je nachdem, was ihr halt eben draufgeklebt habt, ne? Also ich habe hier nicht immer den kompletten Wichtel ausgefüllt, sondern ich habe hier immer nur temporär das Bärtchen, die Nase, die Füße und so weiter drauf gebappt. Und dann habt ihr diesen 3D-Effekt und sieht das nicht cool aus? Ich finde das wahnsinnig cool. Und ich bin froh, dass es funktioniert hat. Jetzt kann ich euch daran teilhaben lassen, an der Idee, die ich hatte. Und das Ganze versuchen wir jetzt aber auch noch ohne Plotter, einfach mit Standschablonen, die wir zu Hause haben. Und das mache ich jetzt einmal ganz kurz und suche mir passende Standschablonen raus. Und dann werden wir das auch nochmal mit dem testen, ob das genauso gut funktioniert. So, also ich habe mich jetzt hier für diese Herzchen-Standschablone entschieden. Und ich möchte auch wieder ein 3D-Embossing-Folder machen, was heißt, ich brauche wieder dreimal eigentlich dasselbe für oben drauf. Ich habe jetzt schon mal angefangen und zwar könnt ihr euch eure Herzchen überall da ausstanzen, wo ihr möchtet oder ihr nehmt andere Formen, was auch immer euch beliebt. Und ich habe mir jetzt hier schon dreimal dasselbe ausgestanzt, bis auf das letzte, denn ich möchte euch zeigen, wie ihr das hinbekommt, dass alle drei an derselben Stelle sitzen. Und zwar stanzt ihr euch einfach eines aus, was quasi genau oben drauf passt auch und könnt das Ganze dann auch immer wieder an den Herzchen ausrichten, aber generell nehmt ihr euch einfach eins, was perfekt oben drauf passt von der Größe her. Dann nehmt ihr euch eure Stanzschablone, legt die hier rein, könnt die mit ein bisschen Tape befestigen und stanzt das dann genauso aus. Dann habt ihr quasi dreimal dasselbe, weil nicht jede Stanzmaschine schafft es, drei Lagen auf einmal durchzuhauen. Das schafft auch meine Sizzix nicht von dem her. Also die Big Shot von dem her, ja, muss man sich da manchmal ein bisschen zu helfen wissen. Aber ist auch nicht weiter dramatisch. Ich versuche hier gerade den Streifen abzukriegen. So, genau. Also ich befestige das hier einfach mit so ein bisschen Tape. Kann man dann auch wiederverwenden, lasst es durch die Kurbelmaschine durch und dann haben wir dreimal dasselbe Motiv für vorne. Und wenn ihr das Ganze ausgestanzt habt, kann es auch genauso weitergehen wie vorhin eben. Also wir kleben das jetzt hier einfach rein. Nicht mit dem Kleber sparen, es soll gut halten. Ich falze hier nur die Falzlinie nochmal nach, damit es ein bisschen ebenerdiger liegt sozusagen. Und dann kleben wir das einfach wieder genau da rein, wo wir es her hatten.
Und das machen wir jetzt mit allen drei Herzen. Und dann gebe ich zu, habe ich es mir jetzt ein bisschen einfach gemacht. Denn sonst müsste ich jetzt lauter kleine Herzchen ausstanzen. Und ich habe heute schon viel gestanzt. Nicht das erste Video, was ich für euch mache. Ich habe heute schon sehr viel gestanzt und jetzt habe ich mir tatsächlich erlaubt, mir ein bisschen das Ganze einfacher zu machen und habe einmal diese Stanzschablone hierher genommen, um die kleinen Herzchen auszustanzen. Und was ich finde, und ich nehme sie einfach viel zu selten her, es gibt ein wahnsinnig cooles Muster. Ich habe das jetzt einfach an die Ecken gesetzt, das könnte man jetzt super auch als Karte verwenden, ne? Da einfach so einen Spruch noch quer reinkleben. Also wenn man, ich würde sie so nehmen und würde hier noch so einen Spruch quer reinkleben. Zack, bumm, fertig. So, das klebert jetzt einmal und wie gesagt, ich habe mir lauter so kleine Herzchen ausgestanzt, die klebe ich jetzt hier alle nochmal drauf, ich werde jetzt gar nicht so viele draufkleben, sondern einfach nur, dass ein bisschen diese Dreidimensionalität rauskommt, um es euch zu zeigen. Und wenn ich fertig bin mit dem kompletten Klebewahnsinn, dann schauen wir uns wieder das Ergebnis an. So, mein Embossing-Folder ist fertig. Ihr könnt euch da natürlich ein bisschen mehr Muße geben, wie ich jetzt. Das wäre theoretisch möglich. Zu Demonstrationszwecken, glaube ich, reicht der vollkommen aus. Also, ich habe zwei Lagen oben drauf geklebt und habe hier jetzt einfach mal ein paar Herzchen aufgeklebt. Es werden auch noch mehr werden. Gehe schwer von aus, aber ich wollte es euch jetzt einfach mal zeigen. Ich habe es auch schon mal durchgekurbelt. Und wie ihr seht, sehen wir hier, die Kamera fängt es leider immer so schlecht ein, wenn ich nicht die ganze Zeit Kleber an den Händen hätte. Ich habe jetzt so viel geklebt. Genau, also, wir haben hier einmal unsere Außenumrandung von dem Herz und haben dann eben innen, da habe ich jetzt unterschiedlich viele aufgeklebt, mal zwei, mal drei, mal vier. Also da könnt ihr dann wirklich variieren und so schafft ihr euch quasi auch nochmal hier euren 3D-Embossing-Folder und das ohne, dass ihr irgendwie jetzt einen Plotter braucht oder irgendwas Spezielles, sondern einfach nur eure Stanzschablonen und eure Stanzmaschine. So, dann sind wir für heute fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet es gut. Ich wollte es einfach mal für mich ausprobieren. Ich finde die Wichtel einfach total witzig. Und hier auch zum Demonstrieren natürlich, dass ihr nicht unbedingt einen Plotter braucht, aber... ja, ich kann euch die Datei mit dem Wichtel auch gerne zum Ausschneiden zur Verfügung stellen. Da schneidet ihr aber ein bisschen. Deswegen. Also ich mache es gerne, wenn es jemand haben möchte, kann er mir gerne per Mail schreiben oder in den Kommentaren schreiben. Dann schicke ich euch die Datei zu. Oder ich packe sie, versuche sie eh unten reinzupacken, dann könnt ihr euch die rauslassen. Kann es auch in einer PDF-Datei dann umwandeln. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber es ist natürlich zum Ausschneiden her wesentlich intensiver, wie jetzt hier diese Herzchen zum Ausstanzen. Ne? Also, und da hätte man sich jetzt auch noch ein bisschen mehr Muße geben können, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. So, dann sind wir für heute fertig mit unseren selber gebastelten 3D-Embossing-Foldern. Ich finde, es funktioniert wunderbar gut. Es dauert ein bisschen, ja, brauchen wir nicht reden, dass das nicht von jetzt auf gleich passiert ist. Es dauert, es beansprucht Zeit. Und Nerven und viel Kleber an den Händen. Aber die Resultate finde ich halt wahnsinnig cool. Gerade das hier und von dem her hat sich jede Zeit und Mühe gelohnt. So, jetzt. Das war das Wort des Tages. Von dem her für heute sind wir fertig. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.